Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu Hearthstone. Ja, in der heutigen Folge möchten wir uns nochmal unseren Paladin angucken. Ob der auch wirklich so stabil ist, wie er gegen den Krieger in der letzten Folge gedingskirchend hat. Und ja, das werden wir dann mal sehen, ne? Würdiger Gegner. Ja, kann sein. Uther gegen Gul'dan. Ja, hi Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Alles klar. Meine Seele kannst du ruhig haben. In der Zwischenzeit denke ich mir mal, dass ich das so belassen werde. Die Münze kann man sich noch aufheben. Siehst du, wunderbar. Dann spielen wir erstmal unser Geheimnis. Und fertig. Ja, hi kleiner Ansturm-Murloc. Das war ein bisschen unnötig, aber hey. Viel Spaß mit deinem 2 Damage. Gucken wir uns erstmal noch eine Karte an, ne? Was haben wir denn da? Zieht eine Karte und versucht Schaden, der ihren Kosten entspricht. Ja gut. Dann ziehen wir dich in der nächsten Runde, Mr. Todesröcheln. Vielleicht hätten wir dich zuerst ziehen sollen. Oh. Gut, zieh Karten. Finde ich absolut okay. Kann man machen. Gönne ich dir. Na, guck mal. Muss noch Lebenspunkte heilen, also wartest du noch. Spielen wir erstmal dich wie geplant. Gucken wir mal, ob er den Diener verschont. Ja. Oder als Kombi mit dem hier. Das wäre auch irgendwie voll duftig. Siehst du, der verschont ihn nicht. Gut, dann heilen wir uns erstmal. Du nicht nehmen Kerze. Kerze. So, heilen wir uns. Muss man noch 4 HP heilen. Melde mich zum Dienst. Melden wir uns mal zum Dienst, ne? Ich hoffe, ich bekomme jetzt noch irgendwie eine Heilkarte. Und ich muss den hier zuerst spielen. Ich glaube, der macht ernst. Verleiht einem Diener Gottes Schild. Genau. Gottes Schild lohnt sich halt nicht wirklich, ne? Muss halt wirklich noch dringend ein paar Hitboys heilen. Damit der Buff hier wirklich auf Maximum ist. Naja, so ganz ohne Spotter wird das hier tödlich. Darf ich wieder? Kombo-Bedarf. Plus 3 Angriff, dann könnte ich... Aber nicht genug Mana. Ja. Hey, gebt mir eine Minute. Komm, machen wir mal. Jetzt muss er ein bisschen Damage auf meine Leute verteilen. Kann er immerhin noch 6 Damage machen. Geht hinter mir in Deckung. Ja, ich weiß, du bist ganz eklig und so. Das läuft ja mal gar nicht. Weiß nicht, ob ich die Folge hochladen soll. Der reckt mich weg. Kann ich jetzt bitte heilen? Hm.
Wenn du wenigstens Spott hättest. Heilen wir. Dann bin ich erledigt. Gut gespielt. Ja. Vielleicht haben wir ein Glück, der macht einen Fehler und killt uns nicht direkt. Komm. Deine beiden Spotter und ich bin weg. Man kann nicht immer gewinnen, aber ich glaube, wir haben noch Zeit für eine weitere Runde, die wir dranhängen können. Danke, Mr. Ultima, für dieses lehrreiche Spiel. Ich hatte zwar die Karten, aber niemals die Punkte und ich habe mich halt wirklich zu sehr auf den einen Buff fokussiert. Hätte ich den bekommen, wäre es vielleicht anders ausgeguckt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Komm nochmal. Vielleicht werden wir nochmal so schnell gereckt. Wer weiß das schon. Vielleicht bekommen wir jetzt wieder mal so einen wagemutigen Gegner. Ein Bartnuschler. Ja, Bartnuschler sind super. Uta gegen Malfurion. Komm, ich gegen einen Druidenclan mit einem Paladin. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ich würde mal sagen, wir behalten das mal alles. In der Hoffnung, dass wir jetzt noch ein Geheimnis für eins auf die Hand bekommen. Nein. Schnell noch eine Kleinigkeit getrunken, oder würde ich mal sagen, holen wir dich, Mr. Todesröcheln. Das war's. Ja, mir fehlen zu viele Karten, um dieses Deck zu perfektionieren. Na, guck mal. Genau, machen wir mal so. Dann so. Dann hauen wir uns nochmal plus eins drauf. In der nächsten Runde. Oh doch, das wird sie. Hier wird nicht gesilenced. Dann machen wir es mal so. Das war schon mal plus eins. Wobei, ich muss den ja platt machen. Ach nö. Kann ich den Zug wieder rückgängig machen? Lasst mich nachdenken. Beim heiligen Licht! Ja, ja. Melde mich zum Dienst. Der genau das Richtige gemacht, ne? Ach, der greift mich gar nicht direkt an. Ist doch schön. Bringt mir aber nichts. So, dann du erstmal weg. Dann du weg. Ah, du bist ja immer noch gesilenced. Das war's. So. Legt euch nicht mit Zauber an. Nö, nö, tue ich schon nicht, keine Angst. Kann jetzt dieser dämliche Statuseffekt verschwinden? Wird er wohl nicht, oder? Weißt du was? Quest angenommen. Haben wir die erstmal ein paar aufs Maul. Dann holen wir uns noch ein paar Karten. Noch dich. Nochmal Geisterecho auf der Hand. Hör du mal bitte den Silencer entfernen.
Danke. Oh nein, jetzt wird er gleich nochmal entfernen, oder? Und er ist geschwächt. Oh. Legt euch nicht mit Zauber an. Uncool. Ja, das war uncool. Oh, guck mal. Holen jetzt mal zwei Spotter noch mit ans Board. Gehen wir die Gottesschild, zerstören dich. Und das war's. Noch sind wir nicht verloren. Denke ich. Könnte doch ein bisschen problematischer werden. Wunderbar. Noch sind wir im Rennen. Würde ich mal sagen, kommst du? Ich verkaufe nur ausgesuchte Tiere. Ich habe nicht genug Mana. Hm. Na gut, das funktioniert auch. Dann greifen wir dich direkt an und das war's. Oh. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschah. Buße. Ja, büß mal schön. Ja, mach ruhig weiter so. Das ist vollkommen okay. Oh, giftig. Beende ich das? Ja. Kannst du 12 Schaden machen? 5. 8. Oh, oh. Stellen wir noch ein bisschen Leben her. Holen dich noch mit dazu. Können wir irgendwas ausschalten? Ja, dich. Das wäre sinnvoll. Jetzt nochmal angreifen. Dieser Diener hat bereits angegriffen. 8 Schaden kann sie machen. Kann er machen. Dann flieg doch mal. Oh, oh. Immer diese fiesen Heilzauber, oder? Das dürfte nicht reichen. Gut. Guck mal. Einer an. Na gut, den Buff bekomme ich zwar nicht. Nehmt das! Die Loa sind mein Schild. Melde mich zum Dienst. So, Moment mal kurz. 4, 14, 17, 20. Hey, da müssen wir traden. Gut, weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Und weg mit dir. Wunderbar. Weh, du ziehst was gemeint. Ist in Ordnung. Damit können wir arbeiten. Noch sind wir im Spiel irgendwie. Ich weiß zwar nicht wie, aber hey. Hey, guck mal. Eins. Zwei. Entschuldigung. Ich hatte doch noch was vor. Ja gut. Kann halt passieren, ne? Ich dachte ja schon, vielleicht wird es was, aber hey, meine Schnuffels.
würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal.